Ja, hi Leute, willkommen auf meinem Kanal MV Live und schaut mal, wen ich hier habe. Hallo, Robert von Max Performance, ihr kennt ihn bestimmt schon, er hat schon viel bei mir am M4 gemacht, wie ihr sehen könnt. Und am M3, E92 M3, den habe ich ja auch noch und ihr seht das hier nochmal, machen wir noch ein bisschen näher ran hier. Robert Max Performance. Jawohl. Das erste Positive, was ich jetzt direkt sagen muss, das ist ein BMW wieder, den du mitgebracht hast. Ne? Ich hab doch nur BMW. Ja, aber da war letztes Mal was anderes auf dem Logo. Ne? Achso, da stand ein anderer Name drauf. Ja, richtig. Ja, ja, gut. Also ja gut, das habe ich dann geändert, weil viele von euch haben auch draußen gesagt, das sieht besser aus. Das sind so die BMW-Farben. Kann ich direkt bestätigen. Habt ihr alle, also meine ganzen Kommentare. Aber viele sagen aber auch, das gibt es auch in Schwarz und Weiß. Ja. Willst du das besser finden? Nein. Ich finde auch, das ist so BMW-Blau, irgendwie, das gehört dazu. Ja, absolut, ja. Finde ich auch. Und das Blau, irgendwie spiegelt sich das hier an manchen anderen Stellen wieder. Ach ja, natürlich. Damit fahre ich auch die ganze Zeit rum. Er wird wirklich mal ein Kunde, der ist damit bis nach München gefahren. Ne? Ja. Aber er wurde nicht geblitzt. Ja. Aber es ist nicht schon mal passiert für die Fotosession. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, ich bin froh, dass du heute da bist und ich bin heute, ich sag mal, noch viel froher, dass wir keinen Heckspoiler kleben müssen. Ja, also wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke das hier oben nochmal, den Heckspoiler, den zeige ich euch nochmal. Der ist jetzt natürlich dran, ist alles gut, ja. Aber es war echt ein Akt. Das war echt nicht einfach, ihr seht das nochmal. Den Performance-Heckspoiler von BMW, den machen wir mal so. Jawohl, hängt noch und hält Luft. So, und heute geht es um mal ein anderes Thema, weil, wie ihr schon gesehen habt, ich habe keine Leisten mehr drin. Oh, wieder Telefon, warte mal kurz. Ist nicht schlimm. Eben blockiert. Das ist nochmal der Arbeitsalltag hier von Robert. Jawohl. Ja, heute. Endlich. Endlich kriegt er diese wunderschöne. Das war ja die eine. Jawohl. Also deswegen bin ich heute hingekommen. Hochwertige Kennzeichenhalter. Hervorragend. Sehr schön. Nein, heute geht es um den neuen M3 M4. Echt? Oder? Nein. Hast du einen da für mich? Nee, ganz ehrlich, sag mal, wenn wir den schon hier haben, findest du das gut? Also ich finde, Innenraum ist mega. Innenraum bin ich auch voll bei dir. Ja. Innenraum ist spektakulär. Außen, hast du gehört, ich habe das Video gemacht mit Prio-Design. Machst du eine neue Front rein? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe hier, dass wir demnächst Prio-Design-Partner werden. Ja, das und die ganzen Umrüstungen könnt ihr dann bei uns vornehmen. Ja, aber. Ja, ist halt wirklich Geschmackssache, ne? Jawohl. Was hast du da noch drin da? Ah, Mann. Ja, stimmt, ich wollte dir noch ein paar Sachen verkaufen. Du bist ja so viel unterwegs, ja? Alter, ich hab ja Angst, wenn ich hinkomme, ich werde immer arm, ich sag's euch. Er hat immer so viele Sachen zu tun. Ja. Oh. Das können wir noch machen. Sascha, komm, das sieht auch noch gut aus. Ja, es sieht gut aus, aber hör auf, als ob du hier arm bist, ne? Also, wir haben echt Spottpreise hier. Nein, er hatte schon gute Preise, muss er ja sagen. So, jetzt gucken wir mal rein, was hast du denn da jetzt? Was habe ich denn hier schon wieder? Ich dachte, komm, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ob ich es kenne? Haben wir auch schon oft verbaut, aber. Vielleicht wäre das ja auch was für dich. Du hast eine Dashcam? Ja. Kennst du die? Nein. Ist von BMW eine? Oder? Ja, das ist jetzt zum Beispiel in dem Fall eine von BMW. Die haben wir aber auch von Empire und von. Ja, deswegen, du hast so eine andere, hast du da, oder? Genau, ja, wir haben ja von vielen Anbietern, sage ich mal, auf dem Markt. Aber die ist jetzt, sage ich mal, stark gefragt in letzter Zeit. Okay. Hast du das ja mitbekommen mit den Einbrüchen hier in Menden und Unna und Iserlohn? Ja. Die hat nämlich eine Dashcam-Funktion, klar, wie jedes Dashcam halt auch. Okay. Aber die hat auch einen Bewegungsmelder und. Eine Funktion, wenn du lang gehst, dass die auch sich automatisch einschaltet, dann hast du sofort zumindest den Übeltäter im Bild. Hört. Das wäre doch was für dich, oder? Ne? Dein Auto. Ja, ich dachte, außerdem kannst du schöne hier Aufnahmen während der Fahrt machen. Die hast du dann so wie eine Selfie-Kamera drin, oder was? Ja, selbstverständlich. Dann drücke ich drauf, mache ich mein Video und poste das bei Instagram. Ja, warte, dann muss ich kurz rangehen. Dann gebe ich dran. Robert ist wieder fertig mit Telefonieren. Ja. Ja, klar, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Ne, ich wollte einfach nur sagen, hätte ja für dich auch interessant sein können, deswegen hatte ich da, können wir in jedes Auto, jeden BMW verbauen. Nicht nur BMW, haben wir ja für alle Modelle im Angebot, aber macht ja vielleicht auch Sinn, ja, klar. Die Überwachungstechnik dann einzubauen, gerade bei diesen hochwertigen M-Modellen. Ja, wird auch immer schlimmer und mit den ganzen Einbrüchen und so, das wisst ihr ja ganz genau, mit den Navis, so, das sind ja immer sehr gerne Airbags. Airbags, Lenkräder, ja. Tachos, ist ja leider. Man muss auch wirklich sagen, das M-Lenkrad geht so schnell raus, während das Standard-Lenkrad, also da fummel ich immer wieder, weil ich nicht wirklich mit den Hebeln das ein bisschen komplizierter gemacht ist, aber naja. Aber auch ein kleiner Trick, macht BMW seit neuestem bei den neuen Modellen auch, ist wirklich
schwierig, wenn ich neue Autos habe, wo ich Lenkräder ausbaue, habe ich festgestellt, die haben die Schrauben mit Loctite festgemacht. Ah, okay. Das ist ein bisschen da eingeklebt. Aber kriegst du trotzdem raus, oder? Ja, aber an der, schon wieder das Telefon. Auf jeden Fall ist es so, dass es wirklich schwierig war, die Schraube zu lösen. Also statt 30 Sekunden für so einen Ausbau vom Lenkrad, sag ich mal, bist du dann bei 5-6 Minuten. Aber das ist doch schon mal gut. Ist schon ein Unterschied, ja, finde ja, ich. Ja, klar. Die rechnen ja nicht damit. Ja, genau. Gerade wenn du nicht damit rechnest. Also, und du hast wirklich einen Hebel, den ich da. Aber jetzt wissen sie das. Habe ich wieder verraten. Aber wir haben noch einen anderen Trick, was die Schraubensicherung angeht. Werde ich aber jetzt nicht verraten. Nicht verraten, okay. Schreib dir Robert einfach mal an. Ich blende das hier unten nochmal ein. Jawohl, such mal. Hier habe ich noch was. Eventuell irgendwann jetzt auch für dich. Ich dachte, das wäre für hinten wieder. Nein, das ist vorne und hinten zusammen. Ach so. Das ist ein anderes Bauteil. Kriegt auch ein Kunde von uns. Ich dachte, wenn du schon mal hier bist, zeige ich dir das auch vielleicht fürs nächste Mal. Wissen Sie, sowas ist das hier so ein bisschen schmackhaft. Waren, ja, ja, recht auch, oder? So, können wir, was ist das denn hier wieder Schönes? Na? Was kann das sein? Und zwar bieten wir auch an, wisst ihr ja auch, dass wir alles beziehen können, interieurmäßig. Aber? Kunden, die wollen das Original haben. Original? Ja, und zwar, das Schöne ist hier, also das können wir natürlich so auch machen. Ja. Das ist eine Armlehne, auch für dein Fahrzeug. Aber was jetzt hier das Teure und was wirklich sexy ist, ist... Ach, mit der Carbon. Dass hinten das Stück aus Carbon ist. Ja, dann musst du das einfach immer so weit nach hinten machen, dass du Carbon nicht siehst. Ja, ist wirklich so. Hast du ja Geld gespart. Ja, aber es ist ein Original BMW-Teil. Ja, also, wo liegst du da ungefähr? Welche Richtung? Oh, ich glaube 350 Euro liegt das Ding. Also es geht noch. Das ist aber für BMW-Verhältnisse. Nicht, will ich sagen, geschenkt. Ich wollte ja jetzt nicht sagen, mit deiner Niere voll, Carbon-Niere. Schon wieder, hör auf mit den Nieren. Ich habe nur noch eine, wenn das so ist. Ich musste die andere verkaufen, damit ich mir die zwei Original-Nieren kaufen konnte. Also wer es noch nicht weiß, Roman hatte die schönen Nieren aus Carbon geholt. Und ich glaube, es war, lass mich nochmal, sag nochmal, irgendwie 8... 400 Euro Stück. 00, oder? 800, also... Nur mal so zur Info. Ja, aber es ist doch. Es ist schön. Es kommen die ganzen, ich sag mal, hier kommen nur die Bekloppten. Nee, man versteht sich so gut, weil hier nur Bekloppte sind. Wir arbeiten mit diesen Bekloppten. Ja, so ist das. Ein normaler würde das nämlich nicht machen. Nee. So, und jetzt zeigen wir euch mal so ein bisschen, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Also ab zum Auto. Me in again, we let it ring. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking up. Them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up. It's the wrong tree, I got the strength. Yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained. Now they walking up. Trying to put the face to the name. Pull up and I skrrr, and I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucking turban. Schraubendreher im Arsch. Ja, schön den Sitz durchlöchert, du. Ja, sicher. So, ich geh mal eben rum. So. Das Ganze echt nicht schön. Hast du dich nicht gewundert, dass ich das ausbauen konnte? Hast du dich nicht gewundert? Du hast so eine schöne Anweisung bekommen. Und die Clips hast du jetzt auch vom Feinsten. So, hier, feinstes Alcantara. Musst du wieder der Alcantara-Elefant dran glauben. So, das ist ja hier wirklich bei dem Modell ja wirklich easy. Das war echt nicht schwer, so. Ja. Das Einzige, wo du gucken musst, ist an der Mittelkonsole die Kabel. Und da war ein bisschen oben Fummelarbeit, aber... Wo? Hier? Nein, da oben, in der Mitte. Da oben. Naja. Ja gut, dann schauen wir uns an. Hier übrigens kein Originalstecker. Das heißt, der Wagen hatte schon mal einen Einbruchschaden. Ja, ne? Da oben siehst du. Da. Was? Da wo, siehst du den Schaumstoff? Da war du angeschnitten da oben. Das hier? Ja. Oh, das ist immer so. Das ist Serie. Echt? Ja. Ich dachte, das wäre so. Nein. Das ist Serie. Aber hier ist zumindest mal was. Ja, die hat noch das Navi einmal geklaut hier. Siehst du? Mhm. Guck mal, wusste ich jetzt nicht, aber das ist der, dieser. Ah, den Black mal, zeig mal. Das ist sonst. Dieser, ist der anders? Der ist schwarz normalerweise. Okay. Und normalerweise hast du auch hier einen farbigen Kabelbaum. Da sieht man dann mal ganz gut. Und dieser wasserblaue Stecker, das ist ein Universalstecker, der heißt, der hat hier keine speziellen Nasen. Mhm. Daran erkennt man dann sofort, dass... So ein Bausatz quasi zum Wiedereinbauen. Zum Reparieren. Oh. Das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass da schon mal was dran gemacht wurde. Und ja, vermutlich. Und oftmals ist es so, wenn dann eingebrochen worden ist. Ja. Also das erkennt man dann sofort.
Ich glaube, das war bei Kilometerstand 5000 oder so. Ich hatte das bei BMW auslesen lassen und ein Buchstaben. Ja, ist ja nicht schlimm. Wenn das fachmännisch wieder gemacht wurde, dann hast du ja auch keine Nachteile dadurch. Nö. So, ich bin gespannt. Du hattest, warst ein bisschen skeptisch, was das Anthrazit angeht. Oder ja, ja, das war so ein bisschen, weil ich dachte, wenn du so das Dashboard siehst, das muss ich jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen putzen. So. Wird ein bisschen zu dunkel, aber ich glaube, das wird wirklich ganz, ganz cool hier mit dem Kontrast. Auch mit dem Alcantara bomben wir das jetzt hier nach und nach an. Weil wenn es zu schwarz ist, dann sah es ein bisschen billig aus, oder? Kann das sein? Findest du nicht? Ja. Ich weiß nicht, ist immer Geschmackssache. Oder? Also ich finde zum Beispiel, gerade Alpina macht das ja auch ganz gerne mit dem Anthrazit, auch mit den Interiorleisten. Und der GTS hat das ja auch, der CS und so. Die genau. Auch, genau, und ich finde, das wirkt eigentlich sehr, sehr edel. Ja, aber passt ja auch zum Lenkrad, das ist ja auch ein bisschen heller. Ja, wobei, das müssen wir nochmal neu machen. Ja, ja, das machen wir. Das war ja drin verbaut. Im Geld bestätige ich dir auch alles. So, komm mal hin. Ja, hier müssen wir jetzt, hier haben wir natürlich M-Nähte noch verbaut. Mhm. Jetzt können wir einfach mal zeigen, ne? Achso, ja, wie gut eure Qualität ist. Ja, einfach mal also im Vergleich, ne? Ja, also schon so, schaut ihr mal, oben ist original. Das ist original jetzt, so, ne? Und leg das mal das. Und das ist ja kein Unterschied eigentlich. Und wenn ich jetzt ehrlich bin. Du siehst nur einen Tick, ist das heller, oder? Genau, also ich würde sagen, wenn man hier die Fäden anguckt, da ist unser Königsblau eigentlich noch ein Tick. Wenn jetzt kräftiger. Seht ihr jetzt, so genau. So, so oder? Ja. Unsere Nähte sind sogar noch ein Tick, ich würde jetzt mal sagen, kräftiger. Mehr gesättigter. Ja, also mir ist das auch mal wichtig, dass das schön gerade läuft. Dass das, ja, schön, das sieht aber gut aus. Dass das sich dann schön hier dem Verlauf anpasst. Ja, auch von hinten sauber verarbeitet ist. Ja, und sag nochmal den Leuten da draußen mit der Reinigung. Was nimmst du da im Spüli ein bisschen? Wasser nur oder was nimmst du da zum Reinigen? Also ich habe ja eigentlich... Du machst ja immer mit deinem doppelseitigen Klebeband in die Fussel raus. Ja, richtig. Ja, siehst du, das weiß ich noch. Das ist eigentlich so der billigste Trick. So, hier auch Passgenauigkeit ist auch da, wenn das ein bisschen gefräst, damit das hier schon wieder reinpasst. Sauber machen, saugen, vorsichtig absaugen nach oben. Und am Lenkrad feuchtes Tuch. Also feuchtes Tuch. Tuch, fertig, ja. Und... Ja, dann bauen wir das jetzt hier schon zusammen. Die Leisten zu wechseln könnt ihr alle gerne machen. Ich kann euch nochmal zeigen, ich habe so ein Set gekauft, so diese Plastikkeile, aber ich finde es auch ganz gut. Weil mit Schraubenzieher würde da jetzt nicht zwischengehen, also machst du dir echt mehr kaputt nachher. Das Ganze kann man natürlich dann auch uns zuschicken, ne? Weil viele fragen, könnt ihr da einen ausbauen? Das ist wirklich bei dem Auto so leicht. Okay. Und dann schicken sie es zu und du machst fertig und kriegen sie zurück. Genau. So. Alles fest, hackelt. Ja, cool. Und sieht doch langsam wieder nach Auto aus. Ja, ich sag's dir, das war auch ganz schön. Das war auch ganz schön am Rappeln, du, die ganze Zeit. Ich sag immer, das ist dann die Vorfreude, ist die schönste Freude. Wenn es dann ein paar Tage dauert, ja, es ist halt so, es funktioniert halt nicht alles von jetzt auf gleich. Gerade du wolltest ja noch den Stick haben. Ne? Ach ja, das habt ihr ja gerade gesehen, hoffe ich, oder? Habt ihr schon eingeblendet? Ich glaube schon. Hier seht ihr es nochmal. Wir haben es extra nochmal mit der neuen Logo. Hast du schon geändert, das neue Logo? Auf? Dann muss ich noch machen. Aber es wird dann morgen auch passieren. Jawohl, oh, eine Premiere. Also wir wussten es quasi zuerst. Genau, und dann könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Also eigenes Logo, ich habe das ja gesehen, M-Performance gibt das ja vorne, so ein Logo. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, warum M-Performance? Hey, die haben doch... Habt ihr es gesehen? Wir haben ja einen eigenen Kanal, eigene Community und for life. Das sieht doch geil aus. Jawohl. Wobei ich auch es gut finden würde, aber er hat dankend abgelehnt, was ich nicht verstehe. Ich hätte ihm auch kostenlos M-Performance. Ja. M-Performance? Oder du meinst Max-Performance sollst du reinmachen? Ja, sicher, Max-Performance. Hätte ich dir natürlich da auch eingestrichen. Ich glaube, das ist jetzt so günstig gekriegt, oder? Das hättest du geschenkt bekommen dann, ja. Also, wenn ihr Bock habt, dass ihr eure Leistung mit Max-Performance veredeln wollt, dann schickt die Leistung zu Robert. Der Stick ist kostenlos, ja. So, mal gucken, was du hier ausgebaut hast. Ja, jetzt kommen wir auch, als wenn ich wieder schuld bin, du. Ja, passt ja schon fast wieder. Siehst du. Aber nur fast. Schon wieder ordentlich einklicken. Ja. So. Ja, cool. Funktioniert wieder alles. Das war ganz schön peinlich. Weißt du, weil ich an der Ampel stand, neben mir Autos, die haben reingeguckt, die dachten, da wäre eingebrochen worden bei mir. Da habe ich mir immer gedacht, ey, hoffentlich gucken die nicht. Ja, das glaube ich. Das kann ich schon nachvollziehen. Fährt er denn im M4, aber innen drin nichts. Oh, was hast du hier schon wieder? Papier, Unterlagen. Ey, Servietten, was du bei McDonald's oder wieder? Hast du wieder Servietten? Ich esse nie bei McDonald's. Ja, aber hier, Servietten im Auto. Ja, ich habe Schnupfen. Ja, Servietten. Das sind die Polen, ja, ist die? Polen.
die Polen-Sache. Und das ohne Pivo wieder, geht das schon ab hier? Ohne Pivo geht's richtig los. So, dann nimmst du Gestalt an hier. So langsam, muss man noch vorsichtig hier reinklipsen. Das ist hier ein bisschen... So. Mal einmal sauber machen. Einmal testen, aber das funktioniert alles. Jawohl! Na siehste. So, M4Live. Schick. Jetzt müssen wir noch die beiden Türen reinmachen, hier die Türgriffe. Genau, die Türgriffe kommen noch hier rein. Dann könnt ihr es auch mal sehen. Ja, hat doch was, oder? So ein eigenes Logo. Auf jeden Fall. Hat nicht jeder. Ja. Und dann noch so ein schönes Logo gleich auf dem Kennzeichenhalter, was wir hier haben. Der lässt dich nicht hier ruhig. Ja, das kommt auf jeden Fall. Das Auto wird diese Halle nicht verlassen, ohne diese Kennzeichen. Das schwöre ich dir. Soll ich dir mal helfen, wie das geht? Soll ich das mal zeigen? Ja, zeig doch mal bitte. Ich habe gerade die Kamera in der Hand, sonst will ich dir helfen. Komm, ich nehme die Kamera. Ja, hier hast du diese Griffe, die müssen erst hier rein, hinter. Aber gleichzeitig musst du vorne erstmal ansetzen. So, liegen. Ja, cool. Endlich ist es wieder schön. Das ist mein Handy, Alter. Ja. Pack ich hier vorne mal rein. Das boah, ist das links cool. Oder rechts? Nein, nein, rechts, in der Mitte, ja. Nein, nein, ja, gut, da. Ja. Ist egal. So sehe ich das Display nicht, aber... So? Ja. Ja, keine Ahnung. Ist doch egal, das mache ich schon. Aber es ist ganz cool. Fertig. Ja, danke schön. Guck erst mal rein. Also sehr, sehr geil, wenn ihr Bock drauf habt. So Innenraumveredelung ist immer sehr gut, weil ich glaube... Ein großer YouTuber und Tuner aus Dortmund, JP, hat das, glaube ich, auch für seinen Audi und E46 M3. Und jetzt machst du noch Schleichwerbung für JP. Hammer. Ich wollte nur sagen, dass es sehr gute Qualität war. Ja, ja, danke schön. Nee, ich glaube, da hat er sich auch drüber gefreut. Ja. Und klar, wer was haben möchte, die wollen bestimmt wissen, was sowas kostet. Ne? Ja. Sollen wir da auch noch zu sowas zu sagen? Ja, wäre doch ganz gut, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also fangen wir mal mit dem Stick an. Das ist, sage ich mal, das Einfachste. Aber wir können natürlich alles Mögliche da ja. reinsticken. Die Erstellung der Druckdatei liegt bei 50 Euro einmalig und dann für den Stick selbst auch okay. 50 Euro. Und einmal so beziehen, mit Nähten sind wir hier bei 550 Euro. Ja, ja, also ist echt super. Und wie ihr sehen könnt, ist ein ganz anderer Innenraum. Und ja, es macht einfach was her, wenn du sowas Eigenes hast. Und innen drin, die sieht echt gut aus. Also wenn ich das jetzt so sehe, müssen wir doch irgendwann nochmal die Mittelarmlehne machen. Scheiße. Siehst du? Guck mal, dann passt das auch super, wenn man die Naht dann fortführt. Ja. Du kannst ja gucken, ob du Carbon hinten willst oder nicht. Oder ob wir deine beziehen. Nein, nein, wir machen meine. Ja. Wir machen meine und den Handbremsgehebel wie beim M3. Ja, auch so. Ja, kein Problem. Da siehst du, haben wir schon wieder was gefunden. Haben wir wieder was zu tun hier im Fahrzeug. Ja. Und das Lenkrad müssen wir uns auch noch mal angucken. Ach, das Lenkrad müssen wir auch noch angucken. Weil das kann ich nicht verantworten, dass du so rumfährst. Findet ihr ja so schlimm? Na gut, hier, wenn man ganz nah dran geht, sieht man das. Also wirklich hier schon. Aber ich gehe deswegen so, zeige ich euch das. Nein, alles gut, machen wir. Ne? Vielen Dank. Ja, danke fürs Zuschauen, danke für deinen Besuch, mein Bester. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach mal, ich blende das hier nochmal ein. Überall unten, Max Performance. Unten, Verlinkung und eine Verlinkung zum YouTube-Kanal, bitte. Das habe ich immer gemacht. Zu unserem YouTube-Kanal ja. Oder hast du JP verlinkt? Na, natürlich nicht. Alles klar, Jungs, haut rein, bis dann. Aber ciao. Jetzt kriegt er noch seine Kennzeichen. Ach ja, jetzt weg.